Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Wir sind heute mal wieder unterwegs. Man hört schon die Sirenen läuten. Das Wetter ist nicht sehr schön, aber dafür stehen wir vor einer der schönsten Fassaden der Landeshauptstadt, nämlich vom Historischen Museum, und sind heute hier mit Simon Mazarat, der uns alles über das Museum erzählen wird. Hallo. Hi. Gehen wir rein. Ja, es gerne. Es regnet, ja. Kommt rein, genau. So, also, Simon Mazarat, hallo. Hi. Wo sind wir hier eigentlich genau? Wir waren ja eben noch draußen. Ja. Wo sind wir jetzt? Wir sind im Historischen Museum Saar, an unserem tiefsten Punkt im Museum, 14 Meter unter dem Schlossplatz in der unterirdischen Burg. Wir sitzen eigentlich gerade im Burggraben drin. Im Burggraben, okay. Aber wir fangen mal vorne an. Simon, du bist 1982 geboren. Somit jetzt 40 Jahre oder schon 40 noch in Linnich. Das ist bei Hückelhofen und Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen, also ziemlich direkt an der niederländischen Grenze. Ah, da würden wir widersprechen. Das sind auch 30 Kilometer bis an die Grenze oder 35. Ja. Das ist so zwischen München-Gladbach und Aachen, Jülich-Erkelenz, im Ruhrtal ohne Haar. So ein kleines Stück Baden-Württemberg in der rheinischen Rübenwüste. Ja, okay, da haben wir es jetzt ganz genau. Du bist Archäologe, ja. Geschichtswissenschaftler, Autor und Direktor des Historischen Museums Saar. Du hast gerade deine Herkunft ein bisschen beschrieben. Ist das ein ländliches Gebiet oder? Ja, ich komme aus einem kleinen Dorf, 1400 Einwohner, das heißt Körnzig. Und da bin ich immer noch sehr verbunden, bin auch relativ häufig da, Familie ist noch da, Freunde, die Sandkastenfreunde, da fühle ich mich auch ein Stück weit sehr zu Hause, aber inzwischen natürlich auch im Saarland. Ja. Mhm. Linnich hat jede Menge bedeutende Töchter und Söhne hervorgebracht, einen Orgelbauer, aber auch eine Reihe von Mazarats, die habe ich gesehen, ob die jetzt dir verwandt sind, das werden wir klären. Christian Josef Mazarat, Jurist und, wie ich gesehen habe in der Beschreibung, höchst beachtenswerter rheinländischer Dichter, seid ihr da verwandt, geboren 1815, gestorben 1876. Du gehst super in die Details. Also es ist tatsächlich, wenn man auf der Dorfebene ist, dann unterscheidet sich ein Dorf nach eigenem Verständnis extrem vom Nachbardorf und von der Nachbarstadt. In Linnich ist nur das Krankenhaus, in dem ich zur Welt gekommen bin. Okay. 4 Kilometer weiter ist das Dorf. Das heißt, zu Linnich haben wir aus Dorfsicht gar nicht so viel Kontakt. Aber Mazarat ist tatsächlich in dem Dorf Körnzig die größte Konzentration weltweit, so wie es bisher aussieht. Also Oskar Mazarat aus der Blechtrommel ist ja noch bekannt, der ganz weit weg gewohnt hat. Und wir haben in der Geschichte, aber es konnte man früher so diese Telefonbucheinträge vergleichen. Da gab es tatsächlich über 20 Familien in dem Ort. Und mütterlicherseits kommen wir dann aus dem pommerschen Raum, aus dem ostpreußischen Raum, so dass es dann doch eine Durchmischung gegeben hat. Ja. Also nicht verwandt und verschwägert mit diesen. Nein. Dann gibt es noch einen Josef Mazarat, Historiker und Professor, Neuere Geschichte. Genau, den kenne ich, ja. Auch nicht direkt verwandt. Auch nicht direkt verwandt. Okay, gut, da haben wir das geklärt. Ja. Hast du mal Ahnenforschung betrieben, wo der Name eigentlich herkommt? Weil es gibt einen Ort irgendwo, habe ich gesehen, aber der Name. Also es gibt jemand, der Ahnenforschung gemacht hat bis ins 16. Jahrhundert zurück. Und das konzentriert sich sehr lange auf diesen Ort. Aber Mazarat ist Max oder Matthias, der eine Rodung angelegt hat in einem Waldstück, um dort einen Bauernhof zu errichten. Und das ist also die Rodung des Max oder Matthias. Und das ist der Ursprung eines Ortes. Und da gibt es bei Prüm in der Eifel einen Ort, der heißt Mazarat. Und bei Erkelenz am Niederrhein, in der Nähe meines Heimatortes, da ist der zweite Ort Mazarat. Ja. Mhm. Ich habe gesehen, zumindest mal in der Region gibt es eine alte Glasmalerei, die größte in Deutschland, und eine Schützengilde. Kannst du malen oder schießen oder irgendwas? Das mit der Glasmalereiwerkstatt finde ich auch wieder super, dass ihr das jetzt recherchiert habt. Ja. Das ist die Werkstatt Eutmann. Das ist die älteste Glasmalereiwerkstatt in Deutschland.
Und die haben damals, als hier die Wehrmachtsausstellung am Saarbrücker Schlossplatz war, gab es ja dieses Bombenattentat. Das war 1999, 2000, ich glaube 2000. Und durch diese Druckwelle der Bombe sind aus der Schlosskirche hier die Meistermannfenster rausgeknallt. Und dann musste sie jemand reparieren. Und dann ist tatsächlich aus meinem Ort der Stefan Oltmann mit seiner Firma, der sogar zeitweise mein Nachbar war, da dann nach hier gekommen, sodass zwei Leute aus Körn sich hier schon am Schlossplatz aktiv waren. Also da schließt schon ein bisschen der und Kreis. Ja. Beim Schützen bin ich nicht aktiv. Okay, gut. Ja. Du hast, haben wir eben schon gesagt, Archäologie und Geschichtswissenschaften in Köln, Bonn, Tübingen und Paris studiert. Neben Astronomie und Astrophysik ist die Archäologie sicherlich eine der populärsten Wissenschaften, sage ich mal. Vielleicht auch, weil sie sich mit grundlegenden Fragen unserer Herkunft und Existenz beschäftigt. Was hat oder was fasziniert dich an dem Vergangenen? In meiner Kindheit, also ich komme aus einer Familie, wo der eine Opa Maurer war und der andere Korbmacher. Und akademische Laufbahn war bei uns eigentlich nie so eingeplant und hat sich dann ergeben. Ich, als Kind war ich immer interessiert an Burgen, hab schon mit 8 oder so meine ersten Burgenheftchen gekauft und dann irgendwann kamen die Wikinger mit 12, habe ich mal einen Ausstellungskatalog über Wikinger gekauft. Im Nachhinein wurde mir das mal klar. Und dann habe ich eigentlich angefangen, das Studium mit Geschichte, Informationswissenschaften, Philosophie mehr hin zu Journalismus. Und habe dann in einem Abendkurs Greta, Troja und Mykene, waren wir nur zu dritt und der Dozent. Und dann habe ich in Düsseldorf an der Uni noch ganz am Anfang dann die Liebe dafür entdeckt und bin nach Köln gegangen und habe dann, da gibt es ganz viele archäologische Fachrichtungen. Ich habe dann die Ur- und Frühgeschichte als Schwerpunkt genommen. Das ist also die Geschichte vom ersten Menschen an. Mhm. Inklusive Kelten und so bis zu den Römern und auch ein bisschen noch nach den Römern. Du hast auch an Ausgrabungen teilgenommen. Das ist ja immer sehr interessant. Was hast du alles ausgegraben? Waren doch Dinos dabei? Nee, Dinos nicht, also das ist die Paläontologie, da haben wir dann, also so die Paläontologie, was jetzt Dinos angeht, ist bis 65 Millionen Jahre und bei mir im Studium sind wir bei 2,5 Millionen Jahren vor heute wieder oder 2,6 Millionen Jahren wieder eingestiegen. Älteste Ausgrabung war bei mir in der Südosttürkei, also im kurdischen Gebiet, an dem jetzigen Weltkulturerbe Göbekli Tepe, das kennt man aus Terra X manchmal, das ist so wie Stonehenge, nur 7000 Jahre älter. Und irgendwie 40 Mal. Und das gibt's in der Region sogar noch an mehreren Fundplätzen. Und wir haben dann im Deutschen Archäologischen Institut 7 Wochen zum Beispiel sowas ausgegraben. Da gibt's also noch gar keine Keramik, noch gar keine Scherben, sondern aber trotzdem schon eine Riesenwelt mit Relief, Kunst, Plastiken bis 7 Meter groß und so. Also ein absoluter Wahnsinn. Ja. Mhm. Wie entscheidet man eigentlich, wo man ausgräbt? Also theoretisch, wenn man, ich meine, die Erde ist ja schon sehr alt und wenn man tief genug gräbt, müsste man eigentlich zumindest dort, wo Zivilisation war, irgendwann mal auf was stoßen. Also für mich ist die ganze Landschaft voll Archäologie. Wenn man das einmal verstanden hat, dann fährt man sogar, also ich war immer sehr traurig über die Autobahnen, weil ich überall sehe, wie durch Ackerbau, durch Waldwirtschaft, durch Erosion bei Regenereignissen und so weiter viel Substanz verloren geht. Wir haben also so ein Landschaftsarchiv, das total offen liegt und wo gar keiner richtig nachguckt. Und diese Quellen, die für mich total spannend sind, die gehen halt eine nach der anderen kaputt. Und das kann man jahrgenau beobachten, wie bei uns das Archiv, das teilweise Jahrtausende Jahre alte Dokumentation beinhaltet, rasant verschwindet. Also in den letzten 70 Jahren mehr als die Jahrtausende davor. Ja. Okay. Ja. Gibt es einen Ort, an dem du gerne mal graben würdest oder den du archäologisch gerne mal erschließen würdest? Also ich bin eigentlich für ziemlich viel zu begeistern immer. Deshalb habe ich da gar keinen Wunsch. Ich habe, also wenn ich irgendwo hin wollte, wie jetzt in die Türkei oder Jordanien, Portugal, Dinge, die mich sehr interessiert haben, dann bin ich da, habe ich auch versucht, habe ich mich beworben und dort mitgemacht. Und ich versuche immer, keine Wünsche weit aufzuschieben. Also es gibt nicht den Ort, den ich unbedingt ausgraben möchte. Es gibt sehr viele Orte, zu denen ich gerne forschen würde, ja. Okay. Nach dem Studium folgten weitere berufliche Stationen bis zum vorläufigen Höhepunkt. Seit Oktober 2016 bist du Direktor des Historischen Museums Saar in Saarbrücken. Wie bist du nach Saarbrücken gekommen? Ich habe damals einen Hinweis bekommen, dass eine Stelle ausgeschrieben ist. War in Detmold am Lippischen Landesmuseum und habe
diese E-Mail, den Hinweis komplett vergessen und habe dann weitergearbeitet in meiner Funktion in Detmold. Und an einem Abend habe ich gedacht, heute mache ich bis 10 Uhr im Büro für einen speziellen Projektteil etwas fertig. Und dann fiel mir so um 17 Uhr aber ein, ach, da war doch diese Mail von vor 5 Wochen oder so, nochmal reingeguckt und dann stand da Bewerbungsfrist heute Nacht 24 Uhr. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt komm, dann schreibst du schnell noch eine Bewerbung, habe die rausgeschickt und dann habe ich mich natürlich schon für die Stelle interessiert, aber dachte irgendwie Saarland, 19., 20. Jahrhundert, hatte nicht viele Bezüge zu dem Thema, muss ich offen zugeben, und habe dann bin trotzdem dann zum Bewerbungsgespräch gefahren und habe dann erst hier vor Ort gemerkt, was Sache ist. Also bin durchs Museum, gehe raus, dann sagt jemand beim Rausgehen, haben Sie die Burg gesehen? Nein, die war versteckt irgendwie, da bin ich nochmal zurück, habe mir das nochmal angeguckt, hatte mir auch das Nachbarmuseum, Vor- und Frühgeschichte natürlich angeguckt. Und dann habe ich in der Nacht gemerkt, das ist ein super spannender Ort und habe in der Nacht erst versucht, mich aufs Bewerbungsgespräch vorzubereiten, bin am nächsten Tag ganz euphorisch dann auch reingegangen und war dann aber zweite Wahl. Und die erste Wahl hat dann aber abgesagt, so dass ich ganz überraschend mit 34 Jahren, nicht Saarländer, auch noch Archäologe, ohne parteilichen Bezug, dann hier gelandet bin. Also ein Riesenzufall eigentlich. Okay. Letztendlich für uns ein Glücksgriff, würde ich sagen. Hat sich ja viel getan hier, kommen wir noch später drauf zu sprechen. Das Historische Museum Saar ist das Museum der Landesgeschichte des Saarlandes. Das klingt erstmal recht selbsterklärend. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Wann beginnt diese Landesgeschichte überhaupt? Vor 100 Jahren? Oder geht es, was ich noch weiter zurück, bis zu den Urmenschen, die mit primitiven Werkzeugen die Saarschleife aus dem Fels geklopft haben? Also wie weit geht die Landesgeschichte zurück, wie ihr sie begreift hier? Eigentlich eine sehr gute Frage. Für mich spielen die heutigen Grenzen aus archäologischer Perspektive eigentlich keine Rolle. Ne? Also auch das Römische und so weiter, da sind die Grenzen ganz anders und alles vor dem Römischen sowieso. Und für mich ist dann der Ursprung des Saarlandes im Grunde dann mit dem Versailler Vertrag 1920, als man dieses Gebiet erst geformt hat. Vorher war es ja preußisch und ein kleiner Teil bayerisch und davor gab es diesen Französische Revolution und davor diesen Flickenteppich der kleinen Herrschaften und immer an der Grenze zu Frankreich. Deshalb würde ich also sagen, das kann man im Saarland so genau gar nicht festlegen. Für uns wäre es halt schade, wenn wir nur bis 1920 zurückgehen, sondern wir wollen ja auch sehen, wie war das davor und was waren die Voraussetzungen dafür, dass hier eine Schwermetallindustrie im 19. Jahrhundert entstanden ist und das Land heute so ist, wie es ist. Und da geht man eigentlich immer weiter zurück, um die Kulturlandschaft heute erklären zu können mit all den Details. Also dann ist es historisch, dann ist es geografisch, archäologisch und verschiedene Dinge kommen zusammen. Unser Auftrag ist jetzt das 18. bis 21. Jahrhundert, also vor der Französischen Revolution bis in die Gegenwart und Zukunft. Das ist unser Auftrag. Okay. Also man ist bei der Gründung des Museums ausgehend von dem Fund einer Gestapo-Zelle bei den Sammlungen nach, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Epochen vorgegangen. Also zuerst Nationalsozialismus, dann 50er, Kaiserreich, Erster Weltkrieg, 20er, wobei jetzt die Reihenfolge jetzt ein bisschen durcheinander ist. Ja. Sind diese Sammlungen abgeschlossen oder wachsen die noch? Also kann noch jemand Souvenirs vom Opa vorbeibringen? Oder was sammelt ihr noch? Genau, wir haben also tatsächlich, die Reihenfolge stimmt in der Entwicklung unseres Museums. Das ist immer größer geworden mit der Zeit und wir sind aus dem Nordflügel des Schlosses Saarbrücken, aus dem Keller, immer weiter gewachsen und dann hat es eben diese Entstehung. Wir sind ständig auf der Suche nach Objekten, die eine gute Geschichte erzählen, die einen klaren Saarlandbezug haben, also hier produziert wurden oder hier verwendet wurden. Idealerweise, wenn man auch ein bisschen was dazu weiß, vielleicht ein Foto dabei ist oder ein Video, konkreter Kontext. Also jetzt nicht unbedingt Dinge, die man auf dem Flohmarkt findet und die irgendwann auch mal im Saarland gewesen sein könnten, nur weil sie alt sind, sondern es geht sich um konkrete Saarlandgeschichten und auch Geschichten aus der Grenzregion. Das ist uns ganz wichtig. Also wir schauen auch immer rüber nach Frankreich. Das haben wir uns auch als Auftrag gesetzt, dass wir an der Grenze da nicht halt machen. Mhm. Gibt es sowas wie einen Sammlungsendpunkt? Also es kämen ja dann jetzt noch die Swinging 60s, die Disco 70er und die New Wave 80er, auch schon teilweise 40 Jahre her, oder ist das noch zu neu? Überhaupt nicht. Also ich bin teilweise schon überrascht
von uns und von mir selbst. Also wir sammeln sogar also jetzt aktuelle Geschichte. Wir schauen in dieser Brügger Zeitung, hören Radio, schauen, was bei Social Media passiert. Also mal ein Beispiel jetzt. Gab es vor ein paar Monaten 1000 Menschen aus der Ukraine, die durch Saarbrücken gezogen sind und am Schlossplatz ihren Abschluss gefunden hatten und dort noch eine Veranstaltung hatten. Und dann sind wir direkt aus dem Museum raus und haben auch Fotos gemacht, haben die Leute gefragt, wir haben auch Fotos übernommen von jemand anders. Wir haben Leute gefragt, können wir von euren Fahnen, von euren Bannern etwas sammeln? Oder wir haben auch gesammelt Fluchtgeschichten aus Syrien zum Beispiel bis über Lebach ins Saarland hinein. Oder wir interessieren uns sehr für das Thema Migration Identität, also auch Türken, Italiener, die ins Saarland gekommen sind, Saarländer wurden, Saarländerinnen wurden. Also das ist für uns super spannend. Da führen wir jetzt auch wieder ein Interview, Zeitzeugeninterview, wo wir dann auch versuchen, Objekte mit der Geschichte zu verbinden. Sprechen jetzt demnächst mit jemand, der die erste christlich-muslimische Hochzeit im Saarland hatte und der den ersten Döner im Saarland verkauft hat und dann auch noch im Betriebsrat bei ZF war. Ja, und das sind genau die Geschichten, die uns interessieren, wie auch wenn Herr Maurer auf der ISS ist. Das ist auch ein Thema fürs Historische Museum Saar. Und lieber sammeln wir jetzt Dinge, wo sie noch gut zu diskutieren und zu bekommen sind, als irgendwie in 30 Jahren zu überlegen, was war eigentlich 2023. Das heißt also, das Historische Museum lebt nicht nur in der Vergangenheit. Es werden auch Stücke gesammelt, die vielleicht mal Geschichte erzählen könnten. Corona-Impfzelle habe ich noch gefunden. Also ich kann es mir richtig gut vorstellen, wenn ich dann 30 Jahre mit meinen Enkeln hier durchlaufe und sage, so in so einer Zelle habe ich gesessen. Also solche Dinge sammelt ihr auch. Ja. Welche Herausforderung hat man denn als Museum heutzutage, außer dass das Geld immer weniger wird? Genau, also ich nenne das auch Herausforderung und auf jeden Fall nicht Probleme. Also es ist so, dass wir natürlich immer mehr leisten müssen. Also im Bereich Sammlung steigen die Ansprüche, Inventarisierung steigen die Ansprüche, die Datenbanken geben komplexere Möglichkeiten. Man kann seinen Job immer besser machen. Man muss nur schauen, dass man das mit dem überschaubaren Personal, das man immer hat und das bei uns zu wenig ist. Aber selbst wenn es eine Kultureinrichtung gibt, die 10 Millionen im Jahr ausgeben. Auch die haben das Gefühl natürlich, dass sie zu wenig sind und zu wenig Geld haben. Also es geht eigentlich allen irgendwie gleich. Die Probleme in kleinen und großen Museen sind auch oft vergleichbar. Nur der Maßstab ist ein anderer, aber die Herausforderungen sind vergleichbar. Und die Anforderungen an Ausstellungen werden immer größer. Die Anforderungen an Digitalität, an Öffentlichkeitsarbeit, an Social Media, an Forschung. Auch an Interdisziplinarität, an Netzwerkprojekten, an Events. Alles wird eigentlich immer größer und das macht uns Spaß, weil das auch unser Anspruch ist. Wir können nur meistens aufgrund unserer, wir arbeiten alle sehr gern für das Historische Museum Saar und alle sehr gerne sehr viel. Aber wir können nicht alles gleichzeitig auf Top-Niveau machen. Das ist das, was ein bisschen schade ist, aber wir versuchen immer gut vorzuarbeiten, um dann auch die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und tatsächlich habe ich bisher im Saarland das Gefühl, dass wir die letzten 6 Jahre, 7 Jahre fast schon, immer wieder auch in den Rahmenbedingungen eine Verbesserung erfahren haben am Historischen Museum Saar. Und das bestärkt uns in dem Weg, immer mit vollem Einsatz voranzugehen und nach hinten raus verbessert sich die Situation. Also ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Ein Stichwort, auf das ich so ein bisschen hinaus wollte, hast du schon genannt, Digitalisierung, so dem digitalen Museum und einer Wissensvermittlung über YouTube zum Beispiel, bist du ja auch nicht abgeneigt. Da gab es zum Beispiel eine 3D-Rekonstruktion von Schloss Carlsberg oder sehr erfolgreich waren auch die historischen Filmaufnahmen aus Saarbrücken von 1904, die von einer KI nachkoloriert, nachbearbeitet wurden. Es wurde hier ein NFT-Projekt umgesetzt. Welche Digitalstrategie hat das Historische Museum? Gibt es da eine oder sind das im Moment so Experimente? Wir haben das Jahr 2022 genutzt, uns strategisch ein bisschen auszurichten und wir arbeiten an der Nachhaltigkeitsstrategie, an der Digitalstrategie. Wir haben ein Sammlungskonzept gemacht und auch so ein Leitbild, ein Mission Statement fürs Museum.
alles Dinge, die es vorher nicht gab, die unheimlich wichtig auch sind für andere, um zu verstehen, was wir machen und uns auch im Saarland auch politisch und inhaltlich zu etablieren. Und die Digitalstrategie, die ist gerade ein großes Thema. Also für uns gilt einfach, analoge Dinge und digitale Dinge stehen niemals in Konkurrenz zueinander. Digitale Spielereien finden wir eigentlich nicht so gut. Gut ist es immer, wenn das Digitale das Analoge in der Ausstellung unterstützen kann. Und wenn das Digitale das Analoge nicht unterstützen kann, dann funktioniert das Digitale manchmal sehr gut für sich. Und deshalb machen wir teilweise auch Projekte, die sich dann im Museum gar nicht widerspiegeln, die dann nur bei YouTube oder woanders stattfinden. Und da gehört zunächst jetzt mal diese Straßenszenen Saarbrücken 1904 dazu oder beim NFT, da sind wir halt zwar die ersten gewesen in Deutschland, die ein NFT verkauft haben als Museum. Da haben wir auch viele Rückfragen gehabt aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands. Das war mit Nifty zusammen das Projekt. Aber es war für uns auch extrem wichtig, weil wir einen sehr langen analogen Prozess, 1,5 Jahre Live-Restaurierung im Museum an einem Riesengemälde, konnten wir damit super dokumentieren. Also hat es hier auch sehr auch beim Analogen einen Beitrag geleistet. Da gibt's ja bestimmt auch in der Szene, sage ich jetzt mal, so Thinktanks, die sich Gedanken über die Zukunft machen. Wie sieht so ein Museum in 20 Jahren eigentlich aus? Diese Thinktanks gibt es, glaube ich, schon seit 50 Jahren. Und wir machen ja gerade auch so eine Kampagne, das Museum sichtbar machen. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun. Eigentlich wird immer wieder überlegt, warum in Museen nicht so viele Menschen sind, wie man sie gerne hätte. Also warum sind es, bei uns sind es in einem Jahr, wo 2019 waren es knapp 40.000 Besucherinnen und Besucher, warum sind es nicht 80.000? Ne? Und da gibt es verschiedene Rahmenbedingungen, die man ändern kann. Aber es gibt nicht das Best-Practice-Beispiel, das für alle Museen funktioniert. Jedes Museum ist ein bisschen anders. Das hängt von den Örtlichkeiten ab, von der Infrastruktur, von der Anbindung an das Stadtleben oder an den Ballungsraum, an den nächsten. Aber natürlich ist es schön, wenn es viel inklusiver ist, wenn es viel partizipativer ist, wenn man viel mehr Interaktion im Museum hat. Man wird natürlich auch digital viel mehr erleben, aber man sollte all diese Dinge nicht nur machen, damit man sie gemacht hat, abhaken kann für die Journalisten, Journalistinnen oder für die Politik, sondern wenn, dann muss es total authentisch zu dem passen, was man im Museum umsetzen möchte. Und das ist der Weg, den wir versuchen, aber den muss man jedes Jahr ein bisschen neu definieren und überlegen, was kann man leisten und was sind die nächsten Schritte. Und wenn dann auch noch genug Marketing dazu kommt, dann kriegen es auch mehr Leute mit und tatsächlich so historische Themen zum Beispiel interessieren eigentlich viele Menschen, wo die wenigsten wissen, wer wir sind, wo wir sind und was wir machen. Und dadurch kommen viele nicht, die eigentlich Interesse hätten. Und das andere ist, wir müssen natürlich immer gute Besuchsanlässe schaffen. Gut, jetzt werden nochmal durch dieses Interview nochmal ein paar Leute mehr kommen, auf jeden Fall. Und es hat ja auch schon viel getan. Du hast 2016 hier angefangen und 2021 war man derart zufrieden mit der Weiterentwicklung, Besucherzahlen und so weiter, dass der Vertrag noch 7 Jahre verlängert wurde. Also bist du mal mindestens bis 2028 hier, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn man sehr zufrieden wäre, wäre er vielleicht unbefristet geworden. mein Vorgänger war unbefristet. Ja, okay. Also. Aber ich habe keine Existenzängste, deshalb sehe ich das alles sehr locker. Okay, das wird mit Sicherheit noch passieren. Ja. Was möchtest du jetzt in den nächsten 5 Jahren, die jetzt mal vorläufig noch bleiben, erreichen? Wir haben vor, das ganze Museum neu zu machen. Das passt zu deinen Fragen von vorhin. Also wir wollen alle Ausstellungsräume neu machen. Wir wollen das gesamte Besuchererlebnis neu definieren. Wollen einen nationalen, internationalen Standard anstreben. Mal gucken, wie gut uns das gelingt. Ist ja alles auch ein bisschen teurer geworden im Moment. Aber wir planen das bis 2028 in einem Prozess, weil wir sehr wenig im Personal sind und wir müssen ja noch den normalen Museumsbetrieb, Inventar, alles am Laufen halten. Und nebenher müssen wir dieses große Projekt der Neukonzeption machen. Und da brauchen wir bis 2028, wenn man auch europäische Ausschreibungen und andere Dinge einplant, wie wir das einplanen müssen. Sehr komplex, dann kommen halt Lichtspezialisten dazu, Gestaltungsbüros dazu. Wir müssen extrem viele Expertinnen und Experten aus der Großregion und darüber hinaus einbinden. Also das ist eine Sache. Dann wäre es schön, wenn wir unsere Eingangssituation, also architektonisch auch ein bisschen anpassen könnten, damit wir ein besseres Ankommen im Museum haben. Bessere Service schon im
in einem Foyer, in dem man ankommt, oder auch die Besucherführung könnte man noch verbessern, weil das Museum ist immer so gewachsen über die Jahre, immer etwas dran gebaut worden, aber nachher war es dann so groß, dass irgendwie der Gesamtrundgang und die Besucherleitung dem nicht mehr gerecht wird. Und das wollen wir jetzt nachträglich korrigieren. Dann wollen wir den Bereich Inventar, also wir haben 30.000 Objekte bisher, die müssen wir alle in eine neue Datenbank überführen und alle neu inventarisieren. Das ist auch ein Megaprojekt, die müssen alle aus unserem Außendepot in St. Ingbert, Innovationspark, da müssen wir die alle nochmal anpacken. Da haben wir jetzt extra WLAN gelegt, um da auch eine Online-Standorteingabe zu machen. Dann muss die Personalstruktur entwickelt werden, weil wir ein landesgeschichtliches Museum sind, das teilweise eine Personalstruktur hat, noch wie aus einem Lokal- oder Regionalmuseum. Ich könnte mich jetzt dranhalten, aber wechseln wir vielleicht auch nochmal das Thema. Okay, also es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Und bevor jetzt alles anders ist dann irgendwann, wer jetzt noch nicht im Historischen Museum war, was muss man hier jetzt noch unbedingt gesehen haben? Ja, einmal sind die Originalschauplätze, Schlossplatz und im Museum, unterirdische Burg, Gestapozelle wurde ja schon genannt. Wir haben auch die Barockkeller, wir haben Böhmische Eingangshalle. Das ist Dinge, die bleiben natürlich auch. Also Gottfried Böhm ist ein bekannter Architekt, der hat den Mittelbau des Schlosses und unsere Eingangshalle gebaut. Also das sind Dinge, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Natürlich werden wir die Dinge, die es nur im Historischen Museum Saar gibt und nicht woanders, die werden wir natürlich nicht verschwinden lassen. Die werden auch in der kommenden Dauerausstellung eine Rolle spielen. Trotzdem gibt es natürlich in der jetzigen Ausstellung ganz andere Schwerpunkte. Wir haben jetzt eine Ausstellung, die Sozial- und Alltagsgeschichte macht, eigentlich von 1870 bis 1959. Und wer diese komprimierte, breite Darstellung haben möchte, sehen möchte, der sollte das auf jeden Fall jetzt tun. Man kann sich ja auf unserer Webseite schon mal einen Online-Durchgang angucken. Natürlich ist der digitale Besuch ganz anders als der analoge. Aber man kann sich ganz intensiv jetzt mit dem letzten Zustand, also der aktuellen Ausstellung, noch auseinandersetzen, weil nachher schon alles ganz anders sein wird. Und es gibt auch viele Fans von unserer jetzigen Präsentation und das kann ich auch gut verstehen. Ja. Genau, das war jetzt so perspektivisch, was erwartet uns auch in diesem Jahr? Ich habe gesehen, Auto unser, was ist das? Das klingt sehr religiös. Ja, es geht sich um die Autogeschichte und die Bedeutung des Autos für die Gesellschaft prinzipiell, auch mit Blick, ein Schwerpunkt in die 50er und 70er Jahre, natürlich auch mit Blick in die aktuellen Diskussionen, vielleicht ein bisschen auch natürlich in die Zukunft. Und dann haben wir aber auch die saarländische Autogeschichte. Und deshalb so ein bisschen Auto unser, weil das Auto kommt aus so einem Kult früher und ist heute ziemlich in der Krise drin. Also man merkt heute mehr Autokrise, was jetzt Verbrennungsmotoren angeht, andere Diskussionen, wie funktioniert das eigentlich mit Elektrizität bei Autos und Speichermedien und so weiter. Das heißt, wir kommen aus einer Zeit, wo das Auto ein Kult- und Statussymbol war und wir gehen seit Jahrzehnten natürlich in eine Phase, wo das auch die Krise immer stärker zum Tragen kommt. Und diese Ambivalenz wollen wir da ausstellen. Genau, im September, Ende September am 29. startet das. Genau, am 29. ist die Eröffnung. Ja. Da verschicken wir dann noch Einladungen und ab 30. Kann man loslegen. Genau, dann sind wir eigentlich schon fast durch. Zum Schluss noch eine Frage. Sammelst du eigentlich auch privat irgendwas? Ich habe mir fest vorgenommen, privat eigentlich nichts zu sammeln. Eigentlich nichts. Also mir ist es ganz wichtig, dass die Dinge immer sortiert und geordnet in Museen kommen oder in Archive, ja, also irgendwo in die öffentliche Hand und da auch Jahrhunderte bleiben können. Und das Einzige, was ich mache, ich pflege eine Bibliothek, die bei mir durchs Wohnzimmer und andere Räume durchgeht. Und diese Bibliothek hat auch einen Sammlungsschwerpunkt, damit es nicht eine unendliche Bibliothek wird. Und diesen Schwerpunkt, den pflege ich. Da versuche ich immer, Dinge dazu zu kaufen. Und die Bibliothek ist so eine Art Biografie. Wenn ich Kirchen besucht habe, Burgen besucht habe, Museen besucht habe, kaufe ich immer eine Broschüre, einen Katalog oder sonst was. Wenn ich Forschungsthemen hatte, Schwerpunkte, versuche ich immer dazu, Literatur auch bei mir zu sammeln, so dass ich bei jedem Buch, das ich rausziehe, immer noch weiß, was hatte ich damit zu tun. Der Schwerpunkt sind dann Burgen, oder? Nee. Also ich hatte jetzt gerade noch einen Beitrag geschrieben mit einem Kollegen zum frühkeltischen Fürstinnengrab von Reinheim, sogenannten Fürstinnengrab. Oder wir publizieren noch einen Tennisplatz, dann ist Deutsch-Französischer Krieg noch ein Thema, wo wir zu publizieren. Also um ehrlich zu sein, alle Themen, die spannend sind oder die sich bei uns in der Museumsarbeit aufdrängen, die versuchen wir auch zu publizieren.
Oder ich habe einen Unikurs, wo wir Altsteinzeit in der Dordogne machen. Da bin ich ja auch aktiv und mit den Studentinnen und Studenten haben wir da auch eine Publikation vorbereitet. Also eigentlich mache ich so von Altsteinzeit bis ins 21. Jahrhundert versuche ich immer mit den entsprechenden Expertisen dabei, die Dinge dann auch zu veröffentlichen. Genau. Hast du auch schon ein paar Bücher geschrieben? Ich habe gesehen, bei Amazon sehr gute Bewertungen, 4,6 mindestens und aufwärts. Bei Steinerne Macht, ja. Genau. Da bin ich Herausgeber und habe dann die Redaktion gemacht und Lektorat und Bild. Aber da waren natürlich auch 28 andere Autorinnen und Autoren mit dabei. Mit dabei, okay. Ja. Gut, also vielen lieben Dank für das nette Interview. Kommt alle ins Historische Museum, es lohnt sich. Hier im Keller, auch wenn es kalt aussieht, hält man es aus, bei 20 Grad oder irgendwas haben wir hier. Es schwankt ein bisschen zur Außentemperatur. Also es ist hier so ein bisschen Trekking, festes Schuhwerk und auf jeden Fall eine Jacke mitnehmen. Und im Museum ist aber in den Ausstellungsräumen ist immer perfekt 20,5 Grad und rund 50% Luftfeuchte. Da kann man sich dann fest drauf einstellen. Also super Klima im Historischen Museum. Lieben Dank, Simon Mazara. Dankeschön. Ich danke dir. Ja.